Welche Fragen hat Andrea Fraser gestellt? Was war ihr Interesse? Ja, die Fragen kann ich mir jetzt nicht so erinnern. Ich denke, die Antworten waren das Entscheidende und das Interesse, darüber kann man natürlich schon reden. Ich finde es so ganz interessant, dass das Wort auch in der Einführung schon dieses Wort Kritik immer wieder auftaucht und dass es auch eine Kritik an der Institution etc. war und dass es auch eine Art von Kunstgeschichtsschreibung gibt, in der die Ausstellung seither immer wieder in eben der Tradition von Institutionskritik gehandhabt wird. Und ich denke eigentlich, also ich finde das Projekt und fand es auch damals eigentlich nicht so wahnsinnig kritisch. Es ist nicht so, ich denke, was mich so heute daran interessiert, ist eher das, wie man eben mit Kritik eigentlich umgehen kann, was das überhaupt heißt, ne? Mich in so eine kritische Pose zu werfen und von da aus sozusagen Dinge, gesellschaftliche, ne? Missverhältnisse, Machtverhältnisse etc. zu adressieren, aufzudecken etc. Und um das ging es in dem Augenblick eigentlich da gar nicht so sehr, sondern es ging eher darum, mal zu schauen, was ist das überhaupt für ein Ort? Und es war auch sehr seltsam, ne? Für die Andrea da aus Kalifornien, später New York kommend, für mich gerade aus Wien kommend, wo wir auch keine Kunstvereine haben, ne? Und was das für so ein seltsames Ding ist, ne? So ein Kunstverein, so eine bürgerliche Institution, dem so ein bisschen nachzugehen, wie das funktioniert und dabei aber verschiedene Ebenen zu adressieren. Einerseits sozusagen diesen sozialen Aspekt dabei, was ist der Hintergrund der Leute, wo kommen sie her, eben damals auch stark natürlich über so eine Bourdieu-Lektüre motiviert, aber das war nur ein Aspekt dabei. Der andere Aspekt war viel stärker der sozusagen eher sozusagen, was motiviert die Leute, ne? Und die entscheidende Frage in dem ganzen Projekt ist überhaupt, was willst du oder was wollen sie, ne? What do you want ist die entscheidende Frage für das ganze Projekt und das ist sozusagen überhaupt eine entscheidende Frage für die ganze Arbeit von der Andrea Fraser, dass es eigentlich um eine Art von Begehren geht, ne? Was bringt mich da rein, was bringt mich dahin, sowas zu machen, also, ne? Nochmal ganz kurz zurück zu dieser Geschichte, was die Antworten bedeuteten, ja? Mhm. Ich habe dieses schöne Zitat, die Aussagen von Ihnen, das Zitat, die Aussagen seien Teil eines semantischen und lexikalischen Archivs des ästhetischen Diskurses. Wie ist das zu verstehen gewesen? Ich glaube, den Satz verstehe ich jetzt selber nicht so ganz. Aber in jedem Fall ging es sozusagen darum, mal einen bestimmten Diskurs zu zeigen und vorzuführen, wie er geführt wird und in den sich natürlich sozusagen eben Aspekte, soziale Aspekte, warum man überhaupt so einen Verein macht und wie man sich da darstellt, sichtbar macht und auf der anderen Seite aber eben auch wiederum diese Begehrensstrukturen, ne? Was verspreche ich mir davon, wie konstruiere ich meine Geschichte und auch da muss man sagen, auch da ist das innerhalb der Arbeit von der Andrea Fraser sehr gut zu sehen, dass es sozusagen auch nicht etwas ist, was sie vorführt, die Leute im Einzelnen. Das ist deren Geschichte und ich zeige auf dich und du bist so ein bürgerliches Subjekt, sondern was sie immer auf sich selber anwendet, ne? Und was in den Performances immer auch ein Teil ihrer Geschichte ist, was dann immer zu einer Koppelung von so authentischem, quasi eigenem Material, gerade in den neuesten Performances kommt und dem, was Diskurs ist, ne? Und diese Spannung, wie das gefüllt wird, ne? Etwas, was eigentlich so eine gesellschaftliche Realität ist, ne? Was so, worüber alle reden, wie man sich da hineinschreibt, ne? Das ist das Material und das ist das Material letztlich der Texte. Sie hatten einen Einwurf. Ja, ich wollte nur sagen, so ganz harmlos sollten wir das nicht sehen. Peter Schlederl und andere haben in den USA für die jungen Leute, zu denen auch Andrea Fraser gehörte, schon einige bedeutende Projekte in Gang gebracht. Zum Beispiel die Frage, war Herr Abs mit seiner Rolle im Dritten Reich und Nachkriegsprotektor des Städels und seiner Sammlung und Kunstmäzen etc. ein Einzelfall? Wenn ja, wie sah das überhaupt aus? Wenn kein Einzelfall, was natürlich sich bald rausstellte, wie hat man das eigentlich zu verstehen? Das, so wurde die Frage gestellt, 1981 auf der Biennale in Venedig, mit Baselitzens ersten Skulptur, rechte Arm hoch, und Kiefers neuen neoklassizistischen Interieurs. Offensichtlich
ein Thema wieder aufgenommen wurde, das gerade mit dieser Untersuchung von Schleder und anderen besetzt waren. Es gab in der Kunstszene sehr starken Widerstand dagegen, dass damals zum ersten Mal eine Dekade lang 5 deutsche Künstler in der Weltspitze der Geltungsansprüche von Kunst standen und sich natürlich viele Leute fragten, wie kommt das dann, dass bis heute hin eigentlich, ja, unter den führenden 10 immer Herr Richter, immer Herr Polke, immer Herr Baselitz, immer Herr Kiefer auftauchen, den wichtigsten, teuersten Künstlern. Und das haben einige Leute damals hinterfragt, um das neutral zu sagen, und sich gesagt, aha, ist das vielleicht eine Strategie? Gut, das ist ja auch nichts, wo man irgendwann aufhören muss, das zu hinterfragen. Vorein, aber zu den Fragen. Sie sagten, Ihre Reaktion damals war, die Interviews seien gehörig manipuliert worden. Im Ergebnis umso erstaunlicher. Wie war das gemeint damals? Also jetzt würde ich am liebsten erstmal auf Bad Son Brock eingehen. Für mich war eben auch der Maßstab der institutionellen Kritik, kam für mich so rein, im rein künstlerischen mehr von Buren oder eben auch von Hans Hake. Und mit diesem Maßstab ist man natürlich in ungefähr, war der im Hinterkopf bei dieser Frescher Ausstellung. Und dann kam für mich die ganze Problematik, was soll so eine Ausstellung, die von vornherein bestimmte Fragen ausgeschlossen hat und auch bestimmte Kunstwerke, die ein Bild, von dem ich den Eindruck hatte, das war von dem Vorstand, nämlich der Gesellschaft des guten Geschmacks, dieses Bild war von Anfang an im Kopf. So wurden wir befragt, so wurden nachher die Interviews ausgewählt. Das waren lauter authentische Interviews, die wir so gegeben hatten, aber es sollte darauf rauslaufen. Und meine Frage, warum ich mich vorhin einschalten wollte an Herrn Draxler, war, ob er denn glaubt, dass das damals in der Ausstellung so dezidiert, wie er es jetzt vorgetragen hat, auch verstanden worden ist. Herr Draxler, wollen Sie Stellung nehmen? Sonst an Birgit Sonner gleich die Frage zurück. Hat die Ausstellung was gezeigt, was eigentlich jeder vorher schon wusste? Nein, also für mich war die Ausstellung, ich würde mal sagen, in jeder Hinsicht überraschend. Ich bin damals relativ frisch in München gewesen, kannte den Kunstverein auch nicht sehr gut, muss sagen, dass es dass Andrea Frescher mir schon eine neue ästhetische Form und ein neues Format auch gefunden hat, das bis dato für mich nicht so sichtbar war und ich konnte das auch nicht an Hake oder etc. anbinden. Ich finde auch, also was mir jetzt auffällt, ist, dass diese Interviews, also so wie sie geführt worden sind oder was mir im Nachhinein in den Kopf kommt, ist, dass es ja eigentlich auch von erschreckender Banalität war. Also was in diesen Interviews und in diesen Sätzen gesagt wurde. Und, können Sie ein Beispiel nennen? Können Sie was da müsste ich jetzt Textzeilen vor mir haben. Aber es ist, was Sie neulich mal gesagt hatten, und das macht das Ganze vielleicht interessant, dass es einerseits eine sehr individuelle Geschichte war, also dass man sehr individuelle Dinge erfahren konnte, aber dass es dann auch so ein Stereotyp auftaucht, also der Kunstvereinsleiter, der Sammler und so weiter. Und das hat diese Ausstellung sehr exemplarisch gemacht, einfach, dass man sagt, also ich erlerne den Kunstverein auch von einer sehr abstrakten, auf eine sehr abstrakte Art und Weise kennen, ja. Frau Tschöppern, Mitglied Nummer 2, ich weiß auch nicht, wer es ist. Die Mitglieder wurden ja extra anonym gehalten. Also Nummer 2 bin ich nicht. Ja, ich kann mich dann hinterher gerne outen. Hat ja auch zu dem Titel der Ausstellung mit einer Aussage geführt. Und zwar hat das Mitglied Nummer 2 gesagt, wir sind ja alle Mitglieder einer Gesellschaft des Geschmacks, hat noch hinzugefügt, des guten Geschmacks. Fühlen Sie sich als Kunstvereinsvorstandsmitglied, als Mitglied einer Gesellschaft des guten Geschmacks? Also ich habe diesen Begriff der Ausstellung auch ironisch verstanden und der hatte mich damals auch ein bisschen gereizt. Ich bin aber also ganz und gar nicht der Ansicht, dass es banal war. Was ein bisschen banal rüberkam, ist die Transkribierung der Interviews. Also es ist allzu wörtlich abgetippt worden, ohne dass da ein Lektor oder ein Redakteur, so was wie ich jeden Tag mache, ein bisschen glättend drüber gegangen ist und einfach gewisse Äs und Alsos rausgestrichen hat. Deswegen wirkte das gedruckt im Katalog etwas banal, was vielleicht lebendig wirken sollte im Interview oder im Tonband. Aber zurückzukommen, also weder banal, noch beliebig, noch manipuliert, sondern für mich war das schon, ich würde sagen, so ein
gewisses standardisiertes Interview, ja, also was ich ja auch täglich als Journalist führe, jedes Interview ist an sich manipuliert. Das liegt in der Form des Interviews, weil es immer nur einen Ausschnitt von Wirklichkeit zeigt, nie die ganze Person. Sie können, wie Sie bei Politikern jeden Tag im Fernsehen sehen, ihm das Wort im Munde umdrehen oder umgekehrt, wenn Sie das beabsichtigen. Das hat aber Andrea Fraser nicht beabsichtigt, sondern es sollte eher so eine Art, ja, vielleicht Gruppengeist oder Gruppe dargestellt werden, ja. Vielleicht durchaus beabsichtigt in eine nicht gewisse Richtung zielend, aber einen Typen, verkürzt dargestellt, um etwas typisch darzustellen. Peter M. Bode hat Frasers Ansatz ja als naiv bezeichnet, Herr Brock. So war das in der Tat, so haben es alle empfunden. Es gab eine Rechtfertigung, jetzt fangen, Hake ist schon genannt, die Künstler, die Untersuchungen, die eigentlich die Soziologen, die Politologen, die Kulturwissenschaftler betrieben haben, die Künstler selber an, vielleicht kommt etwas anderes heraus als das, was bei der Untersuchung dieser kulturellen Institutionen durch die Fachleute bisher herausgekommen ist. Es war sozusagen die Frage, bringen die Künstler mehr an Problematiken auf den Tisch, finden die etwas anderes heraus, denn die generelle Tendenz war ja bloß keine soziologische Untersuchung, bloß keine pädagogisch-didaktische Veranstaltung, bloß keine theoretische Darlegung, bloß keine kulturgeschichtliche Anstrengung, nichts wissen, nichts hören, nichts sehen, das ist die beste Voraussetzung für Kunstvereinsmitglieder. Wann war das so? In den 90ern? Das war die generelle Tendenz, ich möchte sagen, bis heute hin. So ist es ja wohl. Die PISA-Misere ist ja nicht auf Volksschüler beschränkt, die ist ja wohl erst recht auf die Vorstandsetagen der deutschen Unternehmen und damit auch der Kunstvereinsunternehmen auszuweiten. Dieser Bildungsnotstand war mit einer gewissen subtilen Rache nun an den bisherigen als Kritiker auftretenden Künstler selbst festzumachen. Die Frau war einfach herzlich naiv, aber das hieß für uns, gut pragmatisch amerikanisch. Alles, was sie formal machte, hatten wir längst durchbuchstabiert. Ich erinnere nur daran, dass Hundertwasser sein Verschimmungsmanifest nackt vorgetragen hat 1973, dass wir die gesamte Palette dessen, was da vorgeführt wurde, also in ihrem Gesamtwerk, wie Sie es ja jetzt in Hamburg studieren können, von A bis Z in 60er Jahren runterbuchstabiert. Das konnte es ja nicht sein. Es konnte ja nicht die Erfindung irgendeines solchen Vermittlungsreflexes sein. Es konnte auch nicht dieses reflexive Museum werden. Mein Mitarbeiter damals, Fair, hatte ja Anfang der 80er Jahre bereits das reflexive Museum, nämlich das Museum der Museen in Nachfolge der großen Lebensreformbewegung in Hagen und also Volkwang-Bewegung Hagen und Essen eingerichtet. Nein, es ging wirklich um diese herzliche, pragmatische Naivität, frische Unverstelltheit. Man dachte, die Frau ist durch Ungebildetheit und Bodenlosigkeit sozusagen ein neutrales Lackmuspapier. Sie ist unbeeinflusst, weil sie gar nichts kennt. Sehen Sie das auch so, Herr Draxler? Ist ein nackter Künstler immer ein nackter Künstler? Ja, weil es schon mal einen nackter Künstler gab, ist es dann die gleiche Praktik. Die klassische Avantgarde, bekanntermaßen aus den 10er, 20er Jahren, sich in den 60er Jahren in ähnlichem sozusagen Habitus darüber aufgeregt hat, dass alles nur mehr Neo-Dada ist und Neo. Und dass eigentlich alles längst erfunden worden ist und dass es nur eigentlich mehr oder weniger in irgendwelche kommerzielle Dinge eingespeist wurde. Und das hat damals natürlich auch nicht gestimmt, weil natürlich in den 60er Jahren ganz andere Dinge gemacht wurden und zum Teil aus ähnlichen Quellen gespeist. Aber das Interessante ist ja nicht die Wiederholung, sondern eben die Differenz in der Situation und welche sozusagen historischen Momente auch zu welchen künstlerischen, politischen Entscheidungen führen etc. Und auch da, und um die Arbeit von der Andrea Fraser zu verstehen, glaube ich, ist es auch wichtig, und ich denke, der Hinweis ist schon natürlich total wichtig, dass in der Tat alles schon gemacht ist. Ne? Das ist, war aber nicht unsere Kritik. Kritik lautete genau andersherum. Nur von solchen Leuten können wir eigentlich erwarten, dass sie die Themen, die 60er Jahre zum Beispiel oder die 20er Jahre, die völlig untergebügelt worden waren durch den Kunstmarkt, die Leute interessierten die Einzelpreise für die Werke, aber nichts mehr an theoretischen, historischen Konzepten, das war alles weg, dass solche Leute in der Lage waren, durch ihre jetzige Arbeit den Blick auf diese Position der 60er oder 20er Jahre wieder zurückzubringen, das heißt eine wirkliche
Avantgarde darstellt, denn diese Avantgarde kennzeichnet sich dadurch, dass sie das vermeintlich vertraute Alte mit neuen Blicken anzusehen nötigte, und das war bei ihr durchaus der Fall. Insofern erfüllte sie genau die Funktion der Avantgarden, Vergessenes, Vermülltes, konventionell Gewordenes wieder in Erinnerung zu bringen. Und das war die große Entgegenkommen. Diese Hoffnung der Repolitisierung in den 90ern ist naiv. Ich glaube, es geht ja in der Arbeit genau darum sozusagen und in der gesamten Arbeit von ihr, und das finde ich ja bis heute eigentlich wirklich sehr, sehr spannend, den Ort zu finden, an dem so eine Repolitisierung gewissermaßen überhaupt stattfinden kann, nicht? Aus dem Kontext raus, aus dem Kontext der 80er Jahre. Und ich denke, dass man das nicht übersehen darf, dass die Arbeit eben ganz stark aus Auseinandersetzungen der 80er Jahre kommt, vor dem Hintergrund dessen, dass es sozusagen so eine auch ganz breit angelegte innerhalb der Kunstszene, ganzen kulturellen Feld gab, sozusagen, ne? Politik ist passé in einem gewissen Sinn, ne? Wir sind alle Luhmannsche, ne? Wir sind alle total involviert, jeder Widerstand ist eigentlich nur ein Kitzel für das System, ne? Wir sind alle eingebunden, und das glaube ich, und auch die vor dem Hintergrund, sagen wir mal, von so einer Foucault'schen Machtanalyse, dass wenn ich sage, wir sind unterdrückt, ne? Dann führe ich einen Diskurs gewissermaßen, der selber möglicherweise Teil dieser Unterdrückung ist, und das heißt, und wenn ich sage, ich bin Kritiker, ne? Dann heißt es nur lange nicht, dass ich wirklich unbedingt was kritisiere, sondern dass ich da auch involviert bin in Teile davon. Und die Differenz sozusagen auch zu dem eigentlich aus meiner Sicht zum Teil auch etwas sozusagen naiven Vorstellung aus den 70er Jahren, man kann mit einem Outen von jemandem, was natürlich total wichtig war, ne, jemanden wie Abs oder so Leute zu outen und da massiv politisch aufzutreten, ne, aber gleichzeitig zu sehen, dass es auch sozusagen auch Schwierigkeiten gab, zunehmend diesen politischen Ort, den individuellen Anspruch. Ne. Heute erlebt man das ja auch sozusagen, wenn ich mit einer Kamera, nicht, rumlaufe auf einer Demo, nicht, dann bin ich schon politischer Künstler. Würde ich bezweifeln, nicht, ob das bereits was mit Politik zu tun hat. Es ist ein Willensausdruck dessen. Nicht. Und Kunst ist immer so überbordet mit so nicht, Phantasmen nicht, des Willens, ich will etwas. Und das ist ja auch gut, aber ich denke, dass immer noch ein zweiter Blick notwendig ist, das sich genauer anzuschauen, was passiert da. Und darüber, glaube ich, und davon handelt die Arbeit. Von Da habe ich erstmal noch mal eine Frage dazwischen, und zwar auch an Frau Rhein. Das ist ja das, was jetzt gekommen ist, Herr Draxler, das ist so ein Argument für mich, das kommt immer komischerweise eigentlich ist es ein konservatives Argument. Ich habe es ein bisschen eben auch schon bei Herrn Brock rausgehört, auch wenn er sagt, er freut sich dann über eine Aufnahme der Praktiken aus den 60ern in den 90ern. Dieses haben wir schon mal gemacht und jetzt ist es zum Dogma geworden oder jetzt reicht es schon mit der Kamera bei der Politdemo rumzurennen. Selten hat man aber gesprochen mit den Leuten, die da rumrennen. Ist es nicht ein konservatives Argument, das immer wieder kommt, wo plötzlich eine bestimmte Zeit für sich behauptet, wir haben hier das Monopol auf diese Praktik oder dieses Engagement einer Praktik für uns gepachtet? Das ist genau ein konservatives Argument. Die Frage war an Frau Rhein und Sie. Also das wird jetzt, da würde ich jetzt fast etwas polemisch, weil ich den Eindruck hatte, in der Situation vom Kunstverein, das war natürlich der ganze Umbruch, der sich also in der ganzen Szene ergeben hat, nämlich von den 80er Jahren zu den wieder kritischer werdenden und überhaupt wieder in Avantgarde-Kategorien denkenden 90er Jahren, der hat sich hier im Kunstverein ereignet. Aber ich hatte auch das Gefühl, in der Weise, wie der alte Bestand an Mitgliedern abgeblockt worden ist, die eben den 80er Jahren und dem Direktor, der diese 80er Jahre auch verkörpert hat, nahestanden, wie die also abgeblockt worden sind, also wirklich abgeblockt worden sind, dass man da auch von sich selber aus ein Gefühl der Exklusivität aufgebaut hat, also die anderen sollten auch gar nicht dazugehören, nicht? Und die anderen können das gar nicht verstehen, und das fand ich eigentlich nicht im Sinn von einem Kunstverein. Nicht? Man muss versuchen, diese Dinge wieder unter die Leute zu bringen und versuchen, ein Publikum zu finden, was diese Ideen mitverfolgt. Was dann auch zu den Vorträgen kommt und so weiter. Da war ja Zizek hier und so weiter, es war ja einiges los, nicht? Aber die Leute kamen dann nicht mehr. Frau Sonner, Exklusivität haben Sie auch dem Kunst der Ära Draxler damals, habe ich in einigen Besprechungen als Vorwurf genannt. Warum haben Sie sich denn sozusagen ausgesperrt gefühlt? Die Poster waren ja wirklich die schönsten in der Zeit. Ich persönlich habe mich nicht ausgesperrt gefühlt. Ich möchte noch mal an Frau Rhein anschließen. Also wir müssen natürlich davon ausgehen, dass es die
Ihrer Vortragsreihe war eigentlich im Kunstverein derart besetzt, dass man dass Ausstellungen gezeigt worden sind, die eigentlich eher einer Kunsthalle zugestanden wären. Und es gab dadurch, also durch Herrn Draxler gab es eine relativ abrupte Zäsur. Ich fand auch, dass die ersten paar Ausstellungen, also da konnte ich auch ganz gut mitgehen und auch mit diesen experimentellen Dingen. Aber es wurde dann sehr viel, also man ging hausieren immer mit dem Begriff des Kommunikativen und genau das habe ich in dem Kunstverein vermisst. Ja. Und wenn das zur Floskel wird und ähnliche Probleme hatte ich vielleicht auch hier in den Anfangsmonaten und habe das auch so geäußert. Ich finde, also wenn, dann muss man das auch einlösen und genau das hat nicht funktioniert, das Kommunikative. Auf welcher Ebene? Also wo hat das nicht funktioniert? Wo muss das passieren? Es ist halt natürlich, wissen Sie, Sie müssen, es geht ja nicht darum, mich anzusprechen, eine Kritikerin oder Sie müssen natürlich auch doch ein breiteres Publikum, würde ich sagen, ansprechen und das ist damals eigentlich nicht geschehen. Also es waren weitgehend inzestuöse Veranstaltungen. Herr Draxler, Sie haben damals gesagt, dass die Fraser-Ausstellung die Sicht auf die Arbeit des Kunstvereins damals wahnsinnig polarisiert hat und es jetzt Zitat, und das machte es leichter für die Arbeit. Wie war das gemeint? Im Tatort Kunstverein haben Sie das geschrieben, diesem Lüneburger Kunstverein. Ich kann mich nicht erinnern, aber der Umgang mit Presse und sozusagen und auch generell sozusagen, ich denke, dass das ein kleines Missverständnis ist, weil von Kommunikation haben wir eigentlich nicht geredet. Ich glaube, das ist jetzt eher Marias und Sörens Argumentation, weil es schon klar war, dass Kommunikation sozusagen ein schwieriges Ding ist, ein relativ komplexes und dass man natürlich eigentlich von einem Kunstverein erwarten kann, dass er sich um Kommunikation kümmert. Aber die Frage ist auch, welches Publikum will man? Und das war schon sozusagen ein Versuch, damals sozusagen verschiedene Formen von Publikum anzusprechen. Ne? Und ich denke, das ist richtig, dass ein Teil des Publikums weggeblieben ist, aber es ist auch anderes gekommen. Ne? Und was heißt intern? Natürlich ist es immer intern. Und es war auch sozusagen natürlich auch es war auch die Absicht, ne? Ein bestimmtes Publikum auch zum Teil auch auszuschließen oder so. Ne? Das ist einfach, auch, denke ich, ist auch total wichtig und im Sinne einer bestimmten Avantgarde-Logik geht es natürlich auch darum, Zusammenhänge so zu präsentieren, dass sie eben nicht von allen geliebt werden. Und das ist natürlich das ist der Punkt, der an die Stelle kommt, wo das Projekt sozusagen von der Andrea Fraser auch eingesetzt hat. Was heißt das dann für eine Logik von einem Kunstverein, ne? Der eigentlich doch versucht, eben so eine Gemeinschaft in der Stadt zu repräsentieren etc. Und ich denke, das Projekt von der Andrea war aber wesentlich sozusagen kommunikativer, als es viele andere Dinge waren, die wir gemacht haben. Ne? Wenn ich an Sommerakademie oder andere Dinge erinnern darf, die in der Tat wesentlich konfliktorientierter waren oder wo es wesentlich mehr oder verschiedene politische Veranstaltungen und so weiter, ne? Oder schon die ersten Projekte, mit denen wir reingegangen sind, wo ganz, ganz wenig überhaupt gezeigt worden ist, die waren viel stärker sozusagen auf eine bestimmte Art von Provokation und auf eine Distanzierung von einem bestimmten Geschmack. Ich glaube, genau an der Stelle gab es jetzt einen Einwand von Frau Rhein und dann Herr Brock. Der Einwurf bezieht sich zum einen mal, das Projekt von der Andrea Fraser wäre kommunikativ gewesen. Es gehörte schon dazu, dass die Lautsprecher so geschaltet waren, dass es überhaupt nicht mehr zu verstehen war. Also die einzelnen Stimmen waren kaum mehr zu verstehen. Nicht keiner hat sich darum gekümmert, dass diese Lautsprecher mal funktionieren. Also das, was da kommunikativ vielleicht noch hätte sein können, das wurde überhaupt nicht mal akustisch vermittelt. Und das Zweite war, dass mir jetzt aufgefallen ist, dass Sie dem Publikum, was dann wegblieb, unterstellen, es gab hier Ausstellungen, die nicht geliebt wurden. Ich glaube, dass das Publikum, was damals im Kunstverein war, als Sie antraten, schon so weit war, dass es auf eine nicht naive Weise wusste, dass es Ausstellungen gibt, die interessant sind und die nicht geliebt werden. Und nicht auf einer naiven Ebene, sondern auf einer reflexiven. Also das Publikum gab es im Kunstverein. Ja, wir haben auch mit den Leuten damals aus gegebenem Anlass gesprochen. Und das Argument war, es sei die Parole ausgegeben worden, Step Your Mind,
jedes Wort, das sie hier sagen, kann gegen sie verwendet werden. Das heißt, das Publikum hatte den Eindruck, es wird vereinnahmt für eine Politik, und zwar aber nicht, um sich wirklich reflexiv wehren zu können, sondern es wird verwurstet. Und damit war dieselbe Kritik am Kunstverein fällig wie an den Theatern, wo man die Gewalt, die Allmacht der Regisseure geißelte, die die Schauspieler und die Stücke nach Belieben verwursteten. Das heißt, die eigentliche Inszenatorenrolle war die des Kurators geworden oder des Direktors und Kurators oder Dramaturgen und Direktor und Kurator oder Lektor, Dramaturgen, Kurator und so weiter. Mit anderen Worten, es ging eigentlich um eine zeittypische Kritik. Das Regietheater oder in unserem Metier das Kuratorentheater ist eigentlich der Höhepunkt einer eben in den 20er und dann 60er Jahren herausgestellten Form, die Phil Yu unüberhörbar in dem fantastischen Titel Lehren und Lehren als Ausstellungskünste, als Aufführungskünste dargestellt hatte. Mit anderen Worten, es war ja längst allen Kuratoren, Direktoren, also allen Vermittlern klar, dass ihre Rolle in der klassischen Auffassung viel zu wenig betont wurde. Die Leute erkannten eigentlich gar nicht das Zustandekommen einer Ausstellung. Sie dachten, da wird etwas irgendwie an die Wand gehängt, dann ist es da. Sie wussten gar nicht, was es bedeutet, eine Ausstellung zu kuratieren. Sie wussten nicht in der Zeit damals schon, was es bedeutet, zum Beispiel Versicherungsbeträge aufzubringen, Leihverkehr zu organisieren, delikate Stücke, die ihren Sinn in der Demonstration des Verfalls hatten, davor zu schützen, dass sie während der Demonstration verfielen. Es gab einen berühmten Kurator in Deutschland, Herr Althöfer in Düsseldorf, der war spezialisiert auf solche Vereinnahmungstaten von Kuratoren, die etwa Dieter Roth oder Beuys'sche Stücke in ihre Ausstellungen integrierten, die ihrerseits ja Verfall demonstrierten. Bei Dieter Roth zum Beispiel das Vergehen des Materials, also ein Stück in Transition. Nun musste der Kurator aus Versicherungsgründen den Verfall als solchen konservatorisch erhalten. Ja, verstehen Sie? Das Werk durfte sich selbst in seiner Logik gar nicht erfüllen, wie bei Dieter Roth es verschwindet. So, es musste im Sinne des Kunstmarkts, der Kunstmarktsbedingungen, der Ausstellungsbedingungen in dieser Position erhalten bleiben. Daraus ergaben sich groteske Verfälschungen von Ausstellungen. Plötzlich sah eine Dieter Roth-Ausstellung oder eine Kunstverein oder eine Beuys-Ausstellung von Bastian Inste aus, als ob da irgendwelche etepetete Damen mit Samthandschuhen irgendwas herumgeschoben hätten. Es verlor also jede Art von bis. Nur im Kunstverein, nur in den Kunstvereinen selbst blieb die Attitüde erhalten, direkt mit dem Material zu arbeiten. Und indem man das jetzt machte als Kurator, Ausstellungsmacher und Direktor in Kunstvereinen, also in eigentlichen Aktionszentren der Kunst, warf man denen natürlich vor, sie würden gewalttätig über das Material verfügen. Sie würden es missachten. Und das schlug in dieser Auffassung zurück. Hier sollten eigentlich mal die Leute, die diese Vermittlungsarbeit machten, wieder kurz abgewatscht werden in ihrer Anmaßung gegenüber dem Material. Aber es ging gar nicht anders. Mhm. Kunstvereine sind dazu da, um auf dieser Ebene möglichst frei von den konservatorischen Bedenken gegenüber zerfallenden Kunstwerken zu arbeiten. Gehen wir doch noch mal ganz kurz zurück zum Kunstverein selber, zu dieser Mechanik der Institution, die ja der Gegenstand auch von Frasers Arbeit war. Gabi Tschöppern, eins der Mitglieder sagt, was wir wollen und was wir leisten, klafft weit auseinander. Können Sie das als Vorstandsmitglied unterschreiben? Ja, ja und was ist, da, was ist damit gemeint? Also ich sage nicht, wer es gesagt hat. Ich weiß es. Aber, ja. Nicht Gabi Tschöppern. Nee, ich habe es nicht gesagt, aber ich könnte es unterschreiben, sagen wir mal so aus der Distanz betrachtet. Herr Brock hat auch einen wichtigen Punkt angesprochen, was in den 90er Jahren einfach, was man nicht vergessen darf. Diese Rolle der Kuratoren, die aufsteigen zu ja, fast Prinzen, die allmächtig über Kunst, zu den Stars der Kunstszene, die sich eigentlich selbst für Künstler halten. Das Interessante auch in einem Kunstverein. Sein müssen, sie halten sich nicht dafür, sondern sie müssen es sein. Und das ist auch zu behaupten sich, ja. Das war aber nicht ganz die Frasier-Position, glaube ich, sondern sie hat das ja ironisiert. Sie hat ihre Rolle genauso ironisiert, wie sie uns Vorstandsmitgliedern einen Spiegel vorgehalten hat. Was ist der, was zeigt der Spiegel? Was will der Vorstand? Ja, der Spiegel. Was will der Vorstand, was von dem laut M?
Naja, der Vorstand will im Grunde auch Ausstellungen kuratieren, was, zum Teil, was er ja getan hat auch. Der Vorstand wollte nicht Ausstellungen der Vorstand, kuratieren. Sondern jedes einzelne Mitglied. Also ich kann auch immer nur zum einen von mir persönlich sprechen und von meinen eigenen Erfahrungen, auch was ich da gelernt habe aus dieser Befragung mit Andrea Fraser. Ich habe mich dadurch auch gefragt, warum besitze ich dieses Kunstwerk, warum dieses eine ja und dieses andere nicht? Und warum antworte ich jetzt auf diese Frage so und nicht anders? Weil wir haben ja die Interviews nochmal vorgelegt bekommen. Und ich fand das schon interessant, dass sie auf sehr subtile, verführerische Art und Weise, und ich muss auch sagen, sie hat den Vorstand benutzt, das war reines Material, wir wurden da benutzt, und ich habe mich aber da auch freiwillig da zur Verfügung gestellt, um eine gewisse Rollendefinition auch ein bisschen ins Wanken zu bringen. Ja? Also der Vorstand ist eben nicht nur beratend und hat sich nicht einzumischen in das Programm, sondern er ist auch taktierend, er ist finanziell unter Umständen sehr wichtig. Gab es eine Konkurrenz zwischen Vorstandsmitgliedern, die kuratieren wollten, und künstlerischer Leistung? Nein. Leitung? Nein, so weit geht es nicht. Aber ich denke, man kann da auch immer nur vom Wünschen sprechen und von dem, was ist. Also dass vielleicht der Wunsch bestanden hätte, eine andere Rolle einzunehmen, und man sich identifiziert als Vorstandsmitglied auch mit dem Leiter und mit dessen Programmen. Und wenn das auseinanderklafft, dann führt es auch zu Konflikten. Ja. Wir haben ja eben schon im Dialog gesehen zwischen Frau Rhein und Herrn Draxler, dass wirklich die Ausstellung ganz konflikthafte Vorstellungen davon, was Kunst ist oder wie sie zu funktionieren hat, durch die Fraser-Ausstellung rausgebracht worden sind. Herr Draxler, was war Ihr Verhältnis zum Vorstand? Was war das für Sie? Nee, ich glaube, das ist gar nicht so der interessante Punkt dabei. Mich interessiert aber, als Agent der Kunst sind Sie doch laufend im Konflikt mit den Vorstellungen natürlich des Vorstandes, die Mitglieder des Bürgertums vertreten. Aber es geht sozusagen jetzt nicht so sehr um die persönliche Geschichte dazu, sondern um das, was Herr Brock gesagt hat, anzuschließen. Was ist eigentlich dann die Rolle vom Kurator da drin, ne, in der Funktion? Und das ist natürlich, die definiert sich im Verhältnis zu dem Vorstand. Und der Vorstand war ja eigentlich sehr stolz darauf, in einem gewissen Sinn, dass er sozusagen sehr avanciert war und eben dieses Kuratorenmodell seit Mitte der 80er Jahre. Er durfte auch stolz sein, denn kein Kunstverein hat eine solche Reihe von hervorragenden Direktoren gehabt wie der Münchner. Betrachtung der bundesrepublikanischen Kunstvereine. Weil in den anderen Kunstvereinen die Vorstandsmitglieder zu viel mit hineinreden ins Programm. Es ist ganz einfach. Ne? Sie waren sehr stolz auf dieses Modell, sozusagen dieses postfortistische Modell, um das irgendwie so zu benennen, des Kuratorentums, das in den 60er Jahren aufgekommen ist. Und da musste man auch einen bestimmten Umgang finden, und es war sehr unklar, und auch für mich war die Situation auch, überhaupt so eine Arbeit zu machen, wie kann man das benutzen. Ne? So Freunde von mir, die hatten damals auch so in dem Überschwang, ne, von so Repolitisierungsgefühlen, auch das Gefühl, man müsste hier jetzt ein Loch in die Wand machen, ne? Man muss raus und das Ganze sprengen und so weiter, und das fand ich irgendwie absolut nie den Punkt, sondern es ging eben viel eher darum, eben den Ort zu rekonstruieren, zu kontextualisieren, was hat der für Bedeutungen, den Verein und aber auch die eigene Rolle da drin. Ne? Und da war das für mich sozusagen auch in Auseinandersetzung mit der Andrea Fraser auch eigentlich ziemlich interessant, weil das ja sehr stark eben dieses kuratorische Selbstverständnis auch mitprägt und auch die anderen Projekte, die dann danach gekommen sind. Du warst ein Kuratordirektor. Ja, und das aber auch letztlich der Grund, warum ich sozusagen dann irgendwann gesagt habe, ich will aber nicht mehr. Zu dem Thema eins, ja. Damit man Kurator, Direktor sei, damit man Programm überhaupt wirklich als. Der Regisseur am Theater leitet. Der Regisseur am Theater hat aber Geld. Ja, der Direktor im Kunstverein soll auch noch das Geld akquirieren. Wie geht das? Ich möchte kurz was vorlesen. Ist von Hortensia Völkers, gesagt worden in einem Interview bei uns in der Zeitschrift, lesbar im Fall 02, Drucksache. Hortensia Völkers ist Vorstand und künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes. Sie sagt, zu der Frage nochmal, wie ich mir den Kunstverein wünschen würde. Von der Struktur her finde ich, dass die Vorstandsmitglieder gezwungen sein müssten, die Aufgabe zu haben, 60% der Mittel zu akquirieren. Herr Brock, was würden Sie von einem Vorstand fordern, wenn Sie der Kurator wären? Es war damals
eben das Leitmedium, sagen wir mal, eine bestimmte Relation zwischen Theater und bildender Kunst. In der Öffentlichkeit spielte das Medium Theater die größere Rolle. Das ist gar nicht zu bezweifeln. Wenn ein Peymann eine Inszenierung macht, wenn die Schaubühne in Berlin Inszenierung macht, dann hat die ganze Republik, du kennst das ja im Feuilleton, wie wurde der Platz verteilt, ne? Schaubühne macht, Stein macht und dann wurde seitenweise in allen Medien berichtet. Wir haben damals im Sinne dieser kleinen Kampfeinheiten des Kulturfeldes, nämlich der Kunstverein. Das ist die wirklich kleinste Grundbasis, die überhaupt alles leistet. Ohne Kunstvereine können wir das ganze System vergessen. Gesagt, wir bitten doch zu berücksichtigen, wie im Theater, ein Hamlet, den eine Truppe von 4 oder 5 Leuten in einer Stadt für 10.000 D-Mark inszeniert, ist etwas prinzipiell anderes als ein Hamlet, derselbe shakespearsche Text, den Herr Peymann für 750.000 in irgendeinem Festivalzirkus vermarktet. Hört jetzt endlich auf, ihr blödsinnigen Kritiker zu behaupten, es sei zweimal Hamlet gegeben worden. Es ist einmal für 750.000 Mark ein Spektakel entstanden und einmal ist für 10.000 Mark eine Arbeit an einem Text ohne jede Auswirkung auf die kommerzielle, soziale, vertragliche und sonstige Auswirkungen. Die beiden Dinge haben miteinander nichts zusammen. Und das ist beim Kunstverein genauso. Aber ein Stück ein weit Kunstverein können Sie das als Vorstand ändern. Ist deswegen so effektiv, weil er es fertig bringt, wirklich wie die alten Alchemisten, aus Dreck etwas zu machen, aus nichts etwas zu machen. Es ist natürlich wunderbar, wenn die Kunstvereinsmitglieder aktiv sich einsetzen und ich habe das heute ja gefragt, wie ist das bei Ihnen? Und sich durch private Attitüden freikaufen. Also sozusagen nach dem Motto, das ist eine gute Kunst, das habe ich gekauft, jetzt brauche ich kein Urteil mehr abzugeben. Sie können mich nicht fragen, wenn ich gekauft habe. Ja? Das hat der Schmäler immer gesagt. Junge Leute, wir waren Assistenten, da haben wir gelernt bei ihm, sagen Sie nichts. Gehen Sie an die Leute ran und sagen Sie, hier, schwarzes Quadrat, haben Sie was zu sagen? Und wenn die sagen, dann passen Sie auf. Wenn wir sie nicht erwischen wollen dabei, dass sie ja nichts zu sagen haben, müssen sie es kaufen. Dann haben die Leute es auch gekauft und damit waren sie frei von der Argumentation. Der Sinn zum Beispiel von Kunstkauf ist der, dass der Käufer die Autorität gewinnt, über die Sache nicht begründungs- und rechtfertigungspflichtig zu sein. Das ist der Punkt. Und so auch beim Vorstand. Wenn der Vorstand finanziell etwas leistet, ist er entlastet. Er muss nicht mehr urteilen, er steht nicht mehr in der Verantwortung, er hält nicht den Kopf hin. Das ist ja der Sinn der Sache. Ich muss es kaufen, das heißt, ich gebe generös meine Attitüde der Ermöglichung der Sache. Mehr kann ich nun wirklich nicht leisten. Jetzt mein aber dummes zurück, Urteil interessiert keinen Leuten. Jetzt aber mal zurück zu meiner Frage. Was erwarten Sie vom Vorstand? Soll er was Finanzielles leisten oder der Kunstverein macht ja eh aus Dreck was? Ein Vorstand ist eine Art von Schutzgehege einer Aktionsgruppe oder einer Bühne, eines Erlebnisses oder was immer, Theaters gegenüber gesellschaftlicher Pression. Die können sehr unterschiedlich aussehen. Generell hat er die Funktion einer Einhegung dieses Raumes. Denn mit unserem Selbstverständnis in der Gesellschaft ist verbunden, dass es nicht nur Individuen gibt, die mirakulöserweise hinter sich kein Volk, keinen Abverkauf, also nennen wir Künstler, und trotzdem interessante Aussagen machen. Ja? Obwohl sie keine Macht haben zu belohnen und zu bestrafen, hören wir ihnen zu. Das ist das Fantastische. Aber, und das haben die Kunstvereine in den 1830er Jahren postuliert, wir haben auch eine Formation von Bürgern, die nichts mit dem Argument Geld, mit dem Argument Marktwert, mit dem Argument Geltungsanspruch durchzwingt, durchsetzt, sozusagen per Ordre de Mufti, per Anerkennung der höchsten Autoritäten, sondern die sich einen Freiraum schafft, in diesem Raum jenseits der geltenden Ansprüche, politische Autorität, kulturelle Identitätsstiftung oder was auch immer, eine Sache zu befördern, sie geschehen zu lassen, damit sie überhaupt aussagefähig und wirkfähig wird. Mhm. Und das ist der Kern der Arbeit von Kunstvereinsvorstandsmitgliedern. Sie müssen diesen Zaun, diese Hege, ja, die sind sozusagen Cartwright-Brüder, die den Kettel, wie nennt man das, den Kettlewalk, also den Fenster, ja, um die. Frau Rhein, haben Sie neben dieser Gehegefunktion zum Schutz als Vorstandsmitglied in Ihrem Selbstverständnis als Vorstandsmitglied da auch noch operativere vielleicht Ziele gehabt? Wir haben uns gerade Ziele darauf gehabt? Geeinigt, dass darüber jetzt nicht gesprochen wird, denn das habe ich gemacht, aber es hatten also
Leute, die auch nicht unterbeschäftigt sind, Zeit, aber Herr Draxler nicht. Aber da wollten wir jetzt eigentlich nicht drüber reden, das haben wir gerade ausgemacht. Dann die nächste Frage an Herrn Draxler, wenn darüber nicht geredet werden darf. Darf ich vielleicht auch noch sagen, zur Finanzierung? Nein. Also ich finde auch, dass man den Staat nicht so entlasten kann, indem wir jetzt auf ein privatwirtschaftliches Modell wie in Amerika zurückgreifen, dass der Vorstand sozusagen den Etat des Kunstvereins herbeischafft. Das halte ich für äußerst gefährlich. Das heißt, der Vorstand ist ein Controller der künstlerischen Leitung. Im besten Sinne, Controller auch nicht, weil das steht ja auch in der Satzung des Münchner Kunstvereins, dass die künstlerische Leitung, das künstlerische Programm unangetastet bleibt. Im finanziellen Sinne. Bodyguards, sehr schön. Das sind die Vorstandsmitglieder des Kunstvereins. Der Kunstverein als Bodyguard. Herr Draxler, was hat die Einladung Andrea Frasers damals zu der Zeit auch in der Neuformulierung des Kunstvereins durch Sie und Hedwig Sachsenhuber inhaltlich bedeutet? Welche programmatischen Vorüberlegungen haben dazu geführt, so ein Projekt zu machen mit Andrea Frasier? Das stand ja auch in einem Zusammenhang von einer ganzen Reihe von Projekten. Und wir haben ja zum Beispiel, als das erste oder eins der ersten war, die Filme von Yvonne Rainer zum Beispiel zu zeigen. Nicht? Oder es gab die Adrian Piper Ausstellung. Und auch später Louis Lawler zum Beispiel, was dann ein paar Jahre gedauert hat. Aber der erste Film, die erste Performance, die Andrea gemacht hat, da hat Louis Lawler die Kamera dazu gemacht. Ne? Das heißt, das ist so der Hintergrund. Es ging auch darum, sozusagen Zusammenhänge zu zeigen, aus einer bestimmten Diskussion, aus einer bestimmten Tradition raus. Das heißt, und eine bestimmte Form von, wie künstlerische Praxis eben auch funktionieren kann, ne? Auf ganz verschiedenen Ebenen eigentlich. Und das heißt, den Kunstverein selber zum Thema zu machen, war dann sozusagen nochmal so ein zweites Interesse, was da dazu kam. Ne? Und ich denke, dass ganz bei vielen der Leute aus der Generation eigentlich schon ganz viel sozusagen an ihrer Identität und an Projekten da war, bevor dieses Interesse dann so ab 89, 90 so ganz auf Institutionen nochmal ging. Und was wir damals gelesen haben, zum Beispiel Castoriadis oder sowas, ist ja ein anderer Institutionsansatz, der auch nicht so eindeutig ist. Der sagt, es gibt sozusagen, was Institutionen ausmacht, ist nicht, dass sie per se böse und repressiv sind, sondern dass sie sozusagen so aus instituierenden und dann institutionalisierten Bestandteilen bestehen und das geht immer ineinander über. Ne? Und wir haben ja auch versucht, sozusagen die Gesellschaft des Geschmacks, glaube ich, darf man zwar nicht wörtlich lesen, aber es ist auch ein Versuch, sozusagen auch ein Soziales herzustellen, ein Kunstverein. Ne? Also darauf erinnern, dass Bourdieus großes Werk erschienen war, ja. Die Diskussion wäre, die Hochschulen begannen plötzlich für Kunststudenten, für Malereistudenten Rechtsfragen zu lehren, wirtschaftliche Vertragsaspekte in den Unterricht einzubringen. Das heißt, die Befragungen der Vermittlungsinstitutionen im Kunstbereich selber zum Gegenstand der Ausbildung von Künstlern zu machen. Und das war ja nicht umsonst so. Wir hatten damals ein Projekt, das hieß Sterbebegleitung. Wir verpflichten uns als Künstler im Kunstverein, die Vorstände Sterbe zu begleiten. Das heißt, wir garantieren ihnen ein sanftes Übergehen in die Ewigkeit, weil wir mit unseren künstlerischen Mitteln, inklusive Kamera, Porträtmalerei, Polezeichnung auf dem Totenbett, das haben wir alles drauf, sie sanft hinüberführen können. Wenn ich jetzt hier diese Latte sehe, erinnert mich das sehr stark an Sterbebegleitung. Ja, das ist Gefallen für die Kunst, für die großen Aspekte. Wie geht ein Vorstand in die Ewigkeit ein. Das kann ich doch schon wirklich sagen. Wie viele Vorstände habt ihr? 26 in der Zeit gehabt. Mehr sind es ja nicht. Die haben das alles bewirkt. Die haben die alle benutzt bzw. in der Arbeit ein Brot gesetzt, um ihren eigenen Weg in die Unendlichkeit zu begleiten. Das ist schon großartig. Und Ingrid, du bist, glaube ich, das älteste Mitglied des Vorstands. Ja? Also ich habe dich immer bewundert. Sie sehen, wohin das führt. Lässt sie die Sterbe begleiten, wird sie immer schöner, sie ist immer straffer, immer jünger. Heute hat sie eine Einparkleistung vor dem Hause vollbracht, die grandios war. Dann hat sie doch ihr Gewissen aktiviert, weil sie andere nicht behindern wollte. Und zwar auch nicht um 10 Zentimeter ist sie wieder rausgefahren. Dieses ethische Verhalten lernt man nur im Hinblick auf die Kunst. Ja, großartig war das.
Aber ich denke, der Punkt ist natürlich auch wichtig und auch ganz richtig, dass es in so in der Thematisierung von Institutionen natürlich eigentlich immer auch um einen aktuellen Kontext geht und was ja die ganze Diskussion in den 90er Jahren dann ständig war und schon etwas enervierend auch, wie kann man sich überhaupt nicht auf Ausstellungen beziehen, auf Situationen oder was heißt es, wenn wir hier jetzt reden, in welchem Setting wir sitzen, nicht? Wie, welche Art von Publikumsadressierung da ist, etc. Und das ist ja etwas, was ich sozusagen damals etwas schärfer, glaube ich, gemacht hätte, als jetzt sozusagen, weil ich denke, aber dass es trotzdem ein wichtiger Punkt ist, sozusagen sich der Logik, in die man sozusagen hineingeworfen wird, in einem gewissen Sinn, sich die auch zumindest in einem Rahmen von so einem Gespräch auch nochmal klar zu werden. Wie hätten Sie das schärfer gemacht? Wir hätten ausgeschlossen, dass so viele Leute hier sitzen, wir hätten alleine da gesessen. Das ist das Schärfermachen. Das Schärfermachen ist sozusagen einfach nur halt irgendwie irgendwas machen, aufstehen und gehen oder so, die Rolle nicht erfüllen etc., die man in dem Ansprechen ja immer noch erfüllt oder so. Mhm. Ne? Also ich glaube, das wäre so der wesentliche. Es klingt jetzt doch fast ein bisschen nach Birgit Sonners Vorwurf der Exklusivität vorhin, oder? Aber Sie hatten noch, es gab ja immer der häufigste Vorwurf, haben Sie gesagt, der gemacht worden ist, es würde keine Kunst, sondern Soziologie gezeigt werden. Haben Sie das geschrieben? Nein, also von mir kam das mit Sicherheit nicht. Ja, Sie würden es auch nicht unterschreiben. Ich würde auch sagen, in dieser ganzen Draxler-Ära gab es für mich eine Zäsur und es fing damals mit der offenen Akademie, oder wie hieß es? Sommerakademie. Das Sommerakademie an, wo ich gesagt habe, also das ist eine Art von sozialer Praxis, die ich nicht mehr nachverfolgen kann. Also wo ich einfach den Link zur Kunst nicht mehr gespürt habe und wo es dann in einen dezidierten Workshop-Charakter ging. Also daran habe ich wieder angeschlossen. Aber genau das war das, was ein Kunstverein verpflichtet war, damals zu tun. Ich glaube nicht, dass damals die Zeit... Das war die immanente Arbeit in der Kunst. Selbst stellen Sie mal daran, für die große Arbeit, als zum ersten Mal die Geschichte der Kunstgeschichte geschrieben wurde. Die Kunsthistoriker dachten immer nur daran, dass sie Geschichte der Kunst schreiben. Als man auf die Idee kam, die Kunstgeschichte selbstreflexiv zu nehmen und sie selbst zu betrachten, wie sie ihr Medium, also die Kunst, betrachtet, kam dabei ein unglaublicher Schub an Entwicklungsleistung für die Kunstgeschichte selbst heraus. Aber das ist in diesem Falle auch so gewesen. Sprechen Sie jetzt von den 70er Jahren oder von den 90er Jahren? Als generelle Tendenz können wir sagen, von ungefähr Anfang der 60er Jahre an kontinuierlich immer wieder aufgenommen. Und Fraeser ist eine Autorin in dieser Kette der Leute, die das immer wieder aufgenommen haben. Wie gesagt, noch einmal die geniale Formulierung: Lehren und Lernen als Aufführungskünste betrachtet ist sozusagen die Summe. Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Leute wie Sie schreiben ununterbrochen Kritiken und Bemühte, und zwar wirklich hilfreiche Sachen, über das, was so die experimentelle Kunst oder die neue Kunst zeigt. Irgendwann muss einem doch auffallen, dass Sie sich nicht beeinflussen lassen durch das, was Sie sehen. Was die Fraeser und Co. alle gesehen haben, ist, wie die Betrachtung der Kunst, wie die Wirkung, die Arbeit mit der Kunst, die Aneignung auf Sie selbst, auf Ihr Metier zurückwirft. Die Fraeser war also sozusagen jemand, der das, was er aus der Kunst selber erfährt, auf sein eigenes performatives Verhalten, auf die Argumentation, auf die, die Vorgaben an andere sich auswirken lässt. Okay, das ist sozusagen eine Rückwirkung des Studiums dieser Künste auf den Betrachter, auf den Kritiker, auf den Vermittler, und der ändert damit durch die Kunst die Vermittlung, die Betrachtung, die Kritik. Das ist der Punkt, um den es ging, und um den geht es eben seit den 60er kontinuierlichen immer begleitet, denn bei der Pop-Art-Begleitung sah das natürlich anders aus. Das war jetzt Ihr Statement zu Fraeser. Ganz kurz, ich möchte nochmal, Sie konnten das eben nämlich nicht rausbringen, wofür Sie jetzt die Zäsur lag. Ausstellung, sondern es ging um die offene Akademie, also um die Sommerakademie. Ja. Das war ja ein anderes Thema. Ich möchte aber gerne hören, was Ihr Punkt da ist. Nein, ich finde nicht, dass es eine der Konsequenzen war, und ich würde auch das nicht die ganze Zeit nicht so homogen sehen, und ich glaube, das tut der Herr Draxler auch nicht, oder? Sie haben ja dann, also Sie haben ja nicht irgendwie ein Programm entworfen oder so, das von A bis Z damals eine Handschrift hatte. Was ich interessant fand, und als ich nochmal die alten Texte gelesen habe, also von anderen Kritikern, war das damals schon gesagt worden ist, dass die Ausstellung von Andrea Fraeser keine Handschrift besitzt. Das wurde als Kritik benutzt. Und ich finde, wir haben da eigentlich eine wunderbare Anbindung wieder zu dieser Ausstellung heute oder beziehungsweise zu dem Display von Liam Gillick. Ja, also damals war das völlig, also war das wirklich ein Anstoß. Ja. Und ich denke, das nimmt man schon mit einer gewissen Selbstverständlichkeit hin, und ich bin
Ich weiß nicht genau, was Sie vorhin meinten, Herr Brock, dass sich bei Kritikern der Wahrnehmungsapparat nicht verändert, oder ich habe Sie da nicht ganz verstanden. Verfasste Kritik nicht sehr deutlich von dem rückkoppelt wird, was Sie da sehen. Sie schreiben eigentlich so 1910, nein, Sie also schreiben glaub, so 1930, und Sie schreiben nicht, so 1970. Ob Sie jetzt meiner ganzen Zunft diesen Vorwurf machen oder mir explizit. Ja, gut, wir sprechen jetzt generell also, von. Ja, nein, ja. Ich glaube, ganz so statisch sind wir nicht. Nein. Ja. Na gut, die Fräser war jedenfalls eine Autorin. Das Vorgänge war das Verschwinden des Autors, das Urheberloswerden der Wahrheitssätze, all das ging ja in der Kunst durch. Hans Hake auch als ein in Amerika, auch von dieser jungen Generation, extrem scharf wahrgenommenen Lehrers, das darf man wirklich, und die Cave-Leute in MIT, das waren amerikanische Präsenzen auch für die Fräser. Sie hat es auch nie geleugnet. Die Ausstellung in München war ein kleines Konzept, außerhalb aus vielen, die sie verfolgte. Sie hat das hier für die Situation gemacht, aus dem Grunde, das kann ich Ihnen noch mal deutlich klar machen, zu zeigen, wie wenig substanziell die Einwände gegen Draxlers Setzungen gewesen sind. Es war die Demonstration der ziemlichen Banalität und Haltlosigkeit von den Leuten, die Einwände gegen diese Art von Kunstmarkt, von Kunstvereinspolitik einwandten. Ja, aber da möchte ich jetzt schon sagen, also ich habe nicht, auch nicht zu Ihnen gesagt, dass die Texte manipuliert worden sind, das sondern es ist einfach. In der Zeitung. Ich zitiere aus der Zeitung. Nicht, hab aber ich nicht geschrieben. Das habe ich nicht geschrieben. Das die Texte sind nicht manipuliert, es ist manipuliert worden, dass, also wenn jemand Unbequemlichkeiten bei sich zu Hause hatte, sagen wir mal wie Nietzsche-Arbeiten oder sowas, über das, solche Dinge ist einfach weggesehen worden. Nicht, das passte nicht in das Bild, dass der Kunstverein als bürgerliche Gesellschaft und als Gesellschaft des Geschmacks hatte. Und diese Reibungspunkte sind einfach ausgeblendet worden, weil das das Konzept gesprengt hätte oder einfach zu Differenzierungen hätte führen müssen oder zu anderen Fragen. Genau, und da liegt nicht die Schwäche des Fräserschen dieses Konzepts. Sie hat ja viele andere gemacht. Dieses Konzept, Schwäche, dieses liegt darin, dass ein Avantgarde-Künstler, ein moderner Künstler, als Wissenschaftler, wie auch immer, sich selbst zum Gegenstand eines solchen Urteils macht, seine Aussagen und nicht anderen etwas unterschiebt, wie in diesem Sinne, wie doof ist doch eigentlich die Versammlung derjenigen, die sich anmaßt, Herrn Draxler nun Schranken zu setzen und ihn an ihm herum zu kritisieren. Das ist wirklich die Schwäche der Sache, dass sie nicht sich selbst zum Gegenstand der Kritik gemacht, ihre Aussagen, die sie auch genauso produziert. Ja, oder ihres Systems. Oder sie hat ihres ja gar Systems, nicht sich selbst, sie hat ja besser, als, und darum geht es mir auch. Ich glaube, dass sie ja nicht ein Einzelfall ist, sondern doch ein Glied in einer bestimmten Denkart, dass wir einfach mal über dieses System sprechen sollten, das kombiniert eine bestimmte ästhetische Setzung mit psychoanalytischen Elementen, mit philosophischen Elementen und so weiter. Und ob da nicht dann am Ende, dann müsste die künstlerische Form eigentlich so stark sein, dass sie den Dilettantismus, der zwangsläufig auf den anderen Gebieten ist, kompensiert. Und das war für mich die Frage bei der Arbeit. Gut, und also die Arbeit war schwach, nichtsdestoweniger war sie rechtfertigbar in einem größeren Zusammenhang allemal, aber auch hier auf die Situation hin. Und warum sollen Kunstvereine nicht genau das sein? Nämlich sich auch mit schwachen Aussagen in die Öffentlichkeit trauen zu können. Ein Kunstverein ist eine Bühne, in der Aussagen im Hinblick auf ihre mögliche Wirksamkeit untersucht werden. Das ist wie in der Universität, wo jeder institutionell freigestellt ist, jedes Blödsinn zu sagen, weil er ja studiert. Das ist ja der Sinn der Sache. Herr Draxler, ein Kunstverein hat eine ganz andere ist eine Meinung, Bühne glaube für ich. Die wollen die ja auch hören. Solcher ich finde generell das auch ziemlich interessant, auch mit dem Nietzsche, warum der Nietzsche da nicht in eine Gesellschaft des Geschmacks gepasst hätte. Das war mir zum damaligen Zeitpunkt schon, also glaube ich, gar nicht einsichtig. Und diese Differenz also zwischen einer Form von Radikalität von Praxis und avantgardistischer etc., ne? Weil damals Nietzsche unglaublich ästhetisch war, ne? Und das glaube ich bis heute. Ich kenne kaum etwas, wo Ästhetisierungsleistung sozusagen noch massiver spürbar ist, als vielleicht,
Ach, eben, ne? Ja. Und auf der anderen Seite aber auch die Gesellschaft des Geschmacks, natürlichen Ausdruck von Bernd Mittelstenscheid war, ne? Eine ganz bestimmten Identität da drin, auch eine ganz bestimmte individuelle Begehrensstruktur gewissermaßen innerhalb des, der Vorstandsmitglieder. Auch da geht es natürlich darum, dass man eben wie jeden literarischen oder künstlerischen Satz nicht einfach nur wörtlich verstehen darf und als Konzept, sondern es ist natürlich sozusagen eben, der sagt es halt einmal an einem bestimmten Punkt. Ich fand es eher erstaunlich, wie sofort sich alle mit diesem Satz von dem einen Mitglied so enorm identifiziert haben und das auch so zum Konflikt oder zu den möglichen Konflikten geführt hat, weil ja jeder auch was anderes behaupten hätte können und zum Teil die Leute auch behauptet haben, ne? Wir sind ja gar nicht so eine Gesellschaft des Geschmacks. Ne? Das ist ja durchaus da drinnen, sozusagen im Kontext, im Spielraum dieses Ganzen. Ne? Zur Frau Sonner würde ich auch noch gerne was sagen. Dass ich denke, dass sozusagen es in der, gerade in der Münchner Presse sozusagen auch so einen bestimmten Typus gibt, über den Kunstwein zu schreiben. Nicht? Und das habe ich sozusagen die letzten Jahre immer wieder beobachtet. Also auch noch, wie dann Dirk ging, etc., nicht? Dass da so ein Habitus da ist, die bestimmte Arbeit im Kunstwein irgendwie so auf eine, eigentlich in meiner Meinung nach, ziemlich blöde Art und Weise runterzumachen. Und das hatte natürlich bei uns ziemliche Tradition, weil außer der Eva Kacher, glaube ich, niemand je irgendwie so wirklich unterstützende Arbeit in der Presse gemacht hat. Was auch nicht unbedingt. Aber man kann es an der Hand abzählen. Nicht? Und das meiste war sozusagen ja wirklich auch, dass es so sehr abwertend und vor allem sehr immer über mich, nicht? In, was der Peter Bode geschrieben hat, war immer ich in der ersten Zeile, als ob ich die Künstler erfinden würde, etc. Nicht? Also fand ich auch sehr problematisch und sehr schwierig, damit umzugehen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass so ein Raum, und das ist auch das Schwierige an so Kommunikationsangeboten und eben im weitesten Sinn eben experimenteller Raum, eben auch nicht davon abhängig sein kann, was die Zeitungen schreiben, ne? Sondern dass es auch darum geht, dass man den Konflikt auch zum Teil führt und dass es sozusagen auch eben ein Teil der Spannung ist, die sich herstellt und auch über den Konflikt stellt sich was her. Ne? Und das ist ja auch nicht uninteressant, ne? Was dann passiert. Ich denke, dass die schlechte Presse, die wir hatten sozusagen für uns immer sozusagen, warum wir überhaupt hier sitzen, ne? Und in der Legendenbildung und die Art von Historisierung, die damit passiert, ganz, ganz wichtig ist. Ne? Und von daher denke ich, ist es im Prinzip gar nicht so, also sozusagen schlechte Presse ist gute Presse, also das ist vielleicht zu einfach. Ne? Gibt zu sehr weg, aber ja. Es ist was dran. Hm? Welche Rolle hat denn die Presse für die Kunstvermittlung? Eine wirtschaftlich wichtige, ganz einfach, weil Kunstverein lebt natürlich von Aufmerksamkeit. Wir leben in einer Gesellschaft von Aufmerksamkeit, wenn ich Georges Franck zitieren darf mit seinem Nein, besten. Das ist alles falsch. Naja, das stimmt aber nicht ganz. Also der Kunstverein lebt von den Mitgliederbeiträgen. Das heißt, je mehr Mitglieder, desto unabhängiger ist der Etat. Also je mehr Mitglieder einbezahlen, desto unabhängiger ist in diesen Zeiten knapper öffentlicher Kassen, von denen natürlich auch der Kunstverein betroffen ist und den eben der Vorstand privatwirtschaftlich nicht auffangen kann, weil wir eben leider doch nicht so mäzenatisch sind. Der Kunstverein ist dafür nicht attraktiv genug, nicht sexy genug wahrscheinlich für viele Sponsoren. Also er ist sehr wichtig, dass darüber regelmäßig berichtet wird, dass er diskutiert wird, dass er Aufmerksamkeit erheischt, um überhaupt mehr Mitglieder zu bekommen, die eben eine gewisse Unabhängigkeit durch ihre Mitgliederbeiträge dem Kunstverein garantieren, also ein erweitertes Schutzgehege auch, aber einen Presse, größeren Experimentierraum. Ja. Und ich darf da also meinen Chefredakteur zitieren, ist mir egal, ob Sie diesen Film gut oder schlecht finden, wird bei uns in drei Seiten wird der gemacht und aus, verreißen Sie ihn von mir aus nach Strich und Faden, aber er findet statt, drei Seiten. Also Aufmerksamkeit ist auch eine Währung. Aber mehr als ein Sponsorenbarometer muss es doch auch sein in der Kunstvermittlung. Es gibt doch auch eine inhaltliche Ebene. Was? Ja, aber dafür glaube ich, das sieht man jetzt auch in der Ära Maria Lindt, dass sich diese Auseinandersetzung immer mehr auf eine fast internationale oder sagen wir mal über den lokalen Raum eines Münchner Kunstvereins hinaus, also der Münchner Kunstverein ist in München beheimatet, die Kritik findet statt in internationalen Fachzeitschriften. In einem doch mehr oder weniger exklusiven Zirkel, und da finde ich aber exklusiv etwas Positives, nämlich in einem Fach
Kreis, in einer wirklichen Auseinandersetzung. Ja, also ob ich jetzt mehr im Flashout oder im Kunstforum sind mehr Kritiken als in der Süddeutschen Zeitung. Frau Rhein. Aber wenn die Süddeutsche Zeitung eben anders berichten würde, würde sie bestimmt mehr junges Publikum animieren, hierher zu kommen. Also wenn da wirklich mehr vermittelt beschrieben würde. Das denke ich auch, ja, aber also ich meine, ich verstehe auch die Medienseite, die natürlich einem immer ständig wachsenden Angebot immer härter auswählen muss und auch wirtschaftlichen Zwängen ausgesetzt ist. Und da ist der Kunstverein, unterliegt Marktgesetzen, denen sie genauso ausgesetzt ist wie das Sponsoren. Kunstvereine unterliegen keinen Marktgesetzen, das ist ihre Rolle. Es in ist der doch, Aufmerksamkeit schon, in der nein, Wahrnehmung von außen genauso. Sie hätten es wenn gern, Herr Vitali auch hier Nacht, Kunstnachte veranstaltet, die 2000 Menschen anzieht oder 5000 Menschen sogar, wurscht, wenn dann fünf, wird darüber berichtet. Vor fünf intelligenten weil dann Leuten, kommen mehr Anzeigenkunden für wollen Sie es mit Jesus Christus aufnehmen? Der hat nur drei gebraucht, wo drei in meinem Namen versammelt sind. Wenn hier fünf Leute vor einem Bild stehen, ist das doch wirklich die allerchristlichste Versammlung. Der Witz ist doch gerade, dass in der Zeit des aufstiegenden Bourgeois, der Bourgeoisen, Durchdringung des Lebens durch den Geldwert, die Kunstvereine einen Soziotop bildeten, bewusst, gucken Sie sich doch mal die historische Literatur an, wie die Kunstvereine entstanden sind, bewusst gebildet haben, indem genau diese Art von Orientierung auf einen Sachverhalt als problematisch gesehen werden konnte, wo rundrum alle wild waren mit ingenieurswissenschaftlicher Anwendung und künstlerischer angewandter Kunst, die Probleme zu lösen. Das heißt, die Bürger haben erkannt, dass es einen Raum geben muss, nachdem die Universitäten und angewandten Hochschulen schon längst vereinnahmt waren, in dem Probleme als solche dargestellt werden, ohne abgedeckelt zu werden durch Markterfolg und Anwendung etc. Mit anderen Worten, die haben ein Organ entwickelt für sozusagen theologische Dimensionen der Kunst. Das theologische Problem ist auch prinzipiell nicht lösbar, die Gottesfrage ist nicht lösbar. Und Sie haben gesehen, das, was im theologischen Bereich lief, ist nicht mehr mit Ihrem Selbstbewusstsein vereinbar, aber das, was in der Kunst lief. Also muss es einen Raum geben, in dem gezeigt werden kann, welche Art von Problemen, unlösbarer Art, die Künstler wagen, auf die Bühne der Entscheidung zu bringen oder Diskussion zu bringen. Und zwar ohne gerade diesen Druck. Es waren nämlich potente Bürger, die also mächtig waren und die Schutzhege um diese Vereine herumlegen konnten, sodass die Geschmacks- und Zensurpolizei, die damals heftig wütete, Sie wissen, jede Redaktion hatte damals einen Sitzredakteur, der jederzeit, und hier in München gibt es ganze Volkskunde darüber, die diese Zone frei hielten. In den Kunstvereinen brauchte man keinen Sitzkurator, der dann eingeliefert wurde ins Gefängnis, weil es eben potente Bürger gab, die genau verstanden, dass hier ihre Sache bearbeitet wird, nämlich die Konfrontation mit der neuen Art der funktional äquivalenten Art der Stellung der Gottesfrage in eben einer entwickelten Industriegesellschaft. Und das waren die Künstler, die es gemacht haben. Die entdeckten zum Beispiel, dass es eine Geschichte des Voranschreitens gibt, ohne den Begriff des Fortschritts. Das 19. Jahrhundert, als die Kunstvereine 1830 Jahre erfunden wurden, war eine Geschichte des Fortschritts. Alle waren besoffen von der Fortschrittlichkeit. Ja, eine Welle. Das Bürgertum gibt es ja nicht mehr. Doch, ja doch, nicht mehr. Doch, das hat sich nur verlagert. Ja. Wir müssen es halt nur richtig ansprechen. Sprechen können. Mit anderen Worten, ja, es wurde ja... Marketing. Wie wollen Sie nein, die locken dann? Oder? Warum gibt es dieses Bürgertum es nicht mehr, von dem Herr Brock inhaltliche spricht? Vermittlung Man nennen. Wünschte sich doch, es gäbe noch eine Hölle, mit der hören, Sie schmoren könnten. Kurz, Frau Schöppern, also müssen Frau wir die Schöppern, ich möchte gerne Hölle hören, warum gibt es das Bürgertum nicht mehr, von dem Herr Brock spricht? Warum gibt es das nicht ja, mehr? Wir haben ja nicht mehr die Klassenunterschiede, Gott sei Dank. Es war in den Kunstvereinen eben vor 150 Jahren traditionell abgelöst, die den Adel abgelöst haben, das Bildungsbürgertum, die auch die Kunstvereine natürlich finanziell durch ihre Mitgliederbeiträge unterstützt haben. Und dieses Bildungsbürgertum gibt es nicht mehr, im klassischen Kunstverein. Ja. Sie haben, glaube ich, mehr Studenten als Mitglieder jetzt heute. Das stimmt, ja. Wir haben ja gar keine. Es wäre ganz interessant, mal die Mitglieder hier auch mal zu befragen und zu gucken. Das ist ja im Wesentlichen der, dass sich das Bürgertum praktisch nicht von einer adeligen oder heute eben staatlichen Kulturpolitik
Kunstpolitik so absetzt, ne? Und dadurch ihren eigenen Raum hat, den es dagegen behaupten kann, ne? Wie noch zur Jahrhundertwende die Munch-Ausstellungen oder wie auch immer, ne? Sondern dass es jetzt eher so ein Schielen gibt danach, nach dem Erfolg von Hypo, Kunsthalle, Haus der Kunst etc., nach diesem großen, ne? Ja, und offensichtlich war irgendwie Vitalis irgendwie Konzept mit den Nächten und Partys und Trinken und Konzerten und so weiter immer noch zu wenig, ne? Und da ist natürlich der Kunstverein genau ein Ort zu sagen, und deswegen finde ich das sehr wichtig, was der Herr Brock sagt, ne? Zu sagen, das ist ein total anderer Ort und der braucht eine andere Logik von unten. Ja. Man kann sich da durchaus dagegen setzen, ja. Und zu sagen, wir pfeifen auf eine bestimmte Art von Presse, wir pfeifen auf ein bestimmtes Art von Publikum, sondern wir versuchen das zu machen, was wir denken, was richtig ist, und da, der Kunstverein ist der Ort dafür, und dafür brauchen wir Leute, die das auch in Schutz nehmen zu einem bestimmten Grad. Dafür ist der Vorstand da im Wesentlichen, ne? Der kann dann Geld auftreiben, ne? Dafür brauchen wir natürlich einzelne Leute aus der Presse, die mit uns mitgehen, ne? Und die nicht von uns hofiert werden wollen, ne? Und das ist die Orientierung, und wenn das nicht geht, dann geht es halt eben nicht, dann läuft es eben auf eine andere Art. Die Gesellschaft wird bald merken, was sie an diesen Vereinen hatte. In einer multikulturellen Gesellschaft werden die Einzelnen ja geradezu gezwungen, Kraft ihrer kulturellen Identitätspostulierung und ihrer religiösen, sprachlichen und sonstigen ethnischen Zusammengehörigkeiten, sich auf solche Foren zu beziehen. Es gibt keine anderen Orte mehr in der Gesellschaft, in der man außerhalb von Sprache, Religion, Ethnie, kultureller Identität überhaupt argumentieren kann. Ein Kunstverein ist der geborene Verein, in dem weder Sprache noch Rasse noch Religion noch Kultur, schon gar keine kulturelle Identität zählt. Hier geht es um eine Vorform, das war das Prinzip der Globalisierung damals, dieses Universalisierung. Es ist nicht idealistisch, denn wir haben keine anderen Orte. Ja, wir haben keine. Und deswegen werden diese Art von Institutionen unglaublich wichtig werden. Und angeführt von den Künstlern, weil das eben die Problematisierungsgenies schlechthin sind. Sie können eine Geschichte der Überbietung, wie Sie das in der Technik vorführen, leicht widerlegen. Ein Raphael überbietet keinen Perugino, ein Michelangelo überbietet keinen Raphael, ein Caravaggio überbietet keinen Michelangelo. Es gibt keinen Fortschritt in der Kunst. Es gibt gesetzte Positionen durch den Grad der Problematisierung. Perugino ist ein Genie der Problematisierung. Raphael ist eines, Michelangelo und Caravaggio. Da gibt es keinen Fortschritt, kein Überholen, nichts. Das ist alles Blödsinn. Ich möchte noch mal das zurück. Ist aber das, was eine moderne Gesellschaft als Wissens- und Informations- Gesellschaft ausmacht. Hier wird gezeigt, was Fortschritt heißt, nämlich immer weitergehende Versammlung aller unterschiedlicher historischer, kultureller, unterschiedlicher Zeiten, Formen auf derselben Ebene der Geistesgegenwärtigkeit, des Gegenwartsbewusstseins. Das ist der Kunstverein. Das ist sozusagen die Aura der Geistesgegenwärtigkeit, und das verfolgt eben ein bestimmtes intellektuelles Konzept. Damals hieß es vielleicht noch bürgerliche Sicherheit. Ja. Heute verlangt es einfach intelligenten Grebs. Und jetzt möchte ich nochmal zurück zu diesem Begriff des potenten Bürgertums, das diese Orte sichert. Ein kleines Beispiel, woher rührt denn die Verpflichtung dieses Bürgertums gegenüber dieser Kultur? Für den Kunstverein München gibt es ein ganz gutes Beispiel. Hier in diesen Räumen und in den Anliegen fand die Ausstellung Entartete Kunst statt. Ja? Also hat die Stadt München diese Räume dem Kunstverein München für 50 Jahre mietfrei garantiert. Dieses potente, kulturinteressierte Bürgertum war nämlich vor allem durch eine Idee der Wiedergutmachung angetrieben. 50 Jahre, ein Tag nachdem diese 50 Jahre abgelaufen waren, hatten wir von der Schlösser- und Seenverwaltung die erste Rechnung für die Räume hier im Briefkasten. Ist das nicht ein völlig idealisierter Begriff, den Sie haben? Es ist doch kein Wunder, dass 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland plötzlich wieder ökonomische Fragen zum Thema werden und zu Abstimmungsfragen darüber, ob eine Institution bestehen darf oder nicht. Das ist so äußernde Interesse als politisch zu bezeichnen, das ist so ziemlich überflüssig, was die Herren entscheiden. Die entscheiden jeden Tag einen irrsinnigen Mist. Von der Maut bis zur Gesetzeskorrektur 24 Mal zwischen Abschluss im Parlament und Verkündigung im Gesetzesblatt. Die sind doch alle Gaga. Haben Sie je einen solchen Schwachsinn im Bereich der Kunst und Kultur gesehen, wie das, was die Politologen, was die Politik, die Wirtschaft heute tagtäglich produziert?
Das gibt es doch gar nicht. Wenn die also einen Begriff von Rationalität, von Erfahrung, von Wirkung haben wollen, dann müssen sie in die Kunst kommen. Sie können doch nicht etwa die Eichels angucken oder die Führer von Daimler-Chrysler, um zu kapieren, wozu Menschen fähig sind. Das ist doch absurd. Das ist doch gerade das Gegenteil. Die protestieren doch, die zeigen doch jeden Tag, dass sie vollständig diesen politischen, ökonomischen Zwängen unterworfen sind und damit nichts zustande kriegen. Absolut gar nichts. Sie blamieren sich jeden Tag bis auf die Knochen. Die einzige Möglichkeit, etwas anderes als Korrektur zu sehen, nämlich außerhalb dieser Art von Überbietungswettbewerb und dieser Maßstäblichkeit des Erfolges oder Geldes, ja alles tinnelt, nach morgen ist es vergessen. Ja, was die Bürger erfuhren war, nämlich dieses Kapital, hier eine Zahl im Konto, morgen ist es vorbei, übermorgen ist der Börsensturz, alles weg, darauf kannst du doch gar nicht verlassen. Das ist doch so absurd. Also war die Frage, das war das Interesse des Bürgers, worauf sollen wir uns dann, unseren Maßstab zum Beispiel, worauf sollen wir uns verlassen, wenn Konten morgen weg sind, wenn große Firmen morgen weg sind? Was soll das eigentlich? 70 Jahre sozialistische Sowjetunion, das größte Artefakt der Menschheitsgeschichte. In ein paar Tagen von ein paar Handeln, weg ist es. Ja, glauben Sie, darauf soll man noch seine Zukunftsannahmen stützen? Das ist absurd. Ich habe gerade auf Daimler Chrysler zu setzen, heißt sich von vornherein gleich zu... Herr Brock, Entschuldigung, ich habe gerade eine Voicemail bekommen. Ich kann verstehen, dass Sie das nicht hören wollen. Doch, aber ich hab eine Voicemail vom Sportstudio bekommen. Wenn wir jetzt nicht aufhören, kriege ich wieder Ärger mit den Kollegen vom ZDF. Jeder hat jetzt noch ein Schlussstatement. Bitte fangen Sie an, der Reihe durch, zu dieser ganzen Diskussion. Und dann beenden wir den Abend. Also ich wollte noch abschließend sagen, dass ich sehr dafür plädiere, dass natürlich so ein Experimentalforum erhalten bleibt und dass wir das auch von Seiten der Presse, und da kann ich natürlich jetzt nur für mich reden, auch immer unterstützt haben. Es ist zentral, ich wünsche mir weiterhin, dass Vorstandsmitglieder nicht kuratorisch sich einschalten in irgendwelche Belange und dass dieser Schutz gewährleistet bleibt. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass das nicht immer so ist. Also da haben wir jetzt auch vielleicht etwas idealisiert hier auf dem Podium, weil es gab auch schon Direktoren, die von Vorstandsmitgliedern verfolgt worden sind im fast buchstäblichen Sinne. Also möglichst viel Freiraum und aber auch, man muss auch diese Freiheit besitzen, finde ich, als Kritiker zu sagen, von Zeit zu Zeit, geht jetzt einen Gang oder so, den ich nicht mehr so gut heißen kann. Das ist natürlich eine total subjektive Meinung. Also ich habe nie was anderes behauptet. Danke. Frau Weigel. Ich schließe mich in gewisser Weise Frau Sonner an, insofern als ich glaube, dass gerade diese ungesicherte Kunst besonders viel Vermittlung braucht und vor allem besonders viel intelligente Vermittlung braucht. Jeder kann sich über Goya selbst irgendwelche Unterlagen beschaffen, aber über diese Kunst ist es für eine breite Besucherschicht schwierig. Folgedessen müssten da die Medien entsprechend einsteigen, vermittelnd. Mir fällt nichts mehr ein. Ich denke, diese Vermittlungskonzepte, nicht, und die Funktion des Kunstvereins, das geht ja so Hand in Hand und das war auch so das Thema des Abends. Und ich denke, dass das in der Tat natürlich wirklich sehr, sehr eng zusammenhängt. Und die Vermittlung ist eben bis zu einem gewissen Grad, findet halt eben statt in dem, was man macht, auch in dem, wie ein Programm aussieht, wie ein Programm entworfen ist. Und das Programm, das Hedwig Sachsenhuber und ich damals gemacht haben, hatte ja durchaus sozusagen auch in sich ziemliche Spannungen. Ne? Ich habe vorhin genannt, dass es da eben die Yvonne Rainer und die Adrian Piper gab, die Louise Lawler etc., wo man so enge Beziehungen eigentlich innerhalb der Arbeit sehen kann. Aber es gab auch einen Kippenberger, ne? Und es gab sozusagen, es war auch Versuch, Kontraste herzustellen. Und es gab Ausstellungen auch noch 94, 95, ne? Wie die Sommerakademie, die sehr, was weiß ich, eben sehr experimentell und vielleicht auch ein bisschen wild waren. Aber gleichzeitig gab es auch sozusagen fast ganz klassische Ausstellungen dazwischen. Und es war ein sehr wichtiges, sozusagen so ein kuratorisches Moment, zu sagen, wir wollen nicht, dass jetzt alle fluchtartig, weil es da so ein bisschen schmutzig aussieht, mal den Kunstvereinen
Kunstverein verlassen, sondern es gibt unterschiedliche Angebote, ausdifferenzierte für verschiedenes Publikum. Und wenn wir eine klassische Ausstellung machen, dann soll die auch total schön sein, etc., die Imigise-Ausstellung oder sowas. Und es soll sozusagen durchaus mit diesen Kontrasten und mit diesen Widersprüchen auch gearbeitet werden, die in sich eine bestimmte Logik haben und wo wir aber auch die Auswahl der Leute wie Giese oder sowas, aber auch daher holen, gibt es da Elemente daran, die eigentlich interessant sind, die man in den aktuellen Kontext wieder einbauen kann und darüber irgendwie auch wieder wichtig machen kann, die so in dem akuten Diskurs nicht präsent sind. Und da ist natürlich schon so, dass da die sozusagen trotz dieses unterschiedlichen Angebots, und ich denke, wir hatten da dann in der späten Zeit noch Kunstvereinsmitglieder, die dann selbst bei einer Louis-Lawler-Ausstellung war das dann schon viel zu viel. Ne? Ja, wenn man da mal einlässt sich auf den Diskurs, ist man natürlich hoffnungslos verloren. Ne? Da war einer, der hat sich darüber aufgeregt, dass die Louis-Lawler die Bilder immer so schräg fotografiert. Ne? Warum macht sie das nicht gerade? Ne? Es ist hoffnungslos. Ne? Die Autorität sozusagen der Behauptung, die muss irgendwie bei den Künstlern, bei den Kuratoren liegen und von da aus kann irgendwie ein Vermittlungsangebot stattfinden. Aber nicht mit irgendwelchen Leuten sozusagen zu schauen, dass man mit denen irgendwie einen Kompromiss oder möglicherweise auf eine Meinung kommt. Ne? Das halte ich wirklich von vorn also für ein absolut verfehltes Unternehmen. Ich freue mich, dass Ihnen doch noch was eingefallen ist. Gabi Czepan. Ja, ich darf jemanden aus Köln zitieren, einen von mir geschätzten Superkurator, Haus der Wünsche. Herr Kaspar König hat eine Ausstellung so betitelt zu seinem Entree in Köln. Das Haus der Wünsche bestand in Leihgaben von Sammlern, die dann, ich glaube, zu 90% geschenkt wurden dem Hause. Was ich mir hier wünsche, ist, dass mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es sollte jeden Abend hier so voll sein, es sollte hier auch jeden Abend so zur Sache gehen, also auch an die Kuratoren ein Wunsch, das zu füllen mit dementsprechendem Programm. Und ich wünsche mir aber auch von der öffentlichen Hand weiterhin Unterstützung, weil das ist durchaus bedroht. Sören hat es angesprochen mit der Miete, die dann gleich von der Bayerischen Seen- und Schlösserverwaltung gefordert wurde nach Ablauf der 50 Jahre und die den Kunstverein jetzt auch in Zukunft belasten wird. Also es ist schon wichtig, dass da die Stadt und auch der Staat, die Bayerische Seen- und Schlösserverwaltung, den Kunstverein weiterhin unterstützt. Also das wäre mein Wunsch. Die Mitglieder können das übrigens auch tun, demnächst ein bisschen Werbung in eigener Sache. Vor Weihnachten gibt es wieder die Jahresgabenausstellung. Da kann jeder auch günstig Kunst erwerben und der Erlös fließt zu einem Großteil dem Kunstverein zu. Herr Brock, Sie sind der Mann fürs Schlusswort. Richtig. Ich habe ja auch schließlich die längste Erfahrung. Ich bin bereits im 45. Dienstjahr. Und seit 1965 außerdem noch als Lehrer tätig und habe schon vieles gesehen und gehört. Ich kann Ihnen nur sagen, Kunstvereine müssen darauf dringen, ihren Interessenten und potenziellen Interessenten klarzumachen, dass in ihren Räumen weder ein gutes Presseecho, noch ein gutes Diplom, noch ein Abverkaufserfolg, noch ein Marktwert, noch eine Propaganda, noch eine Approbation oder Delegation oder sonst etwas zählt. Die Leute sollten nämlich langsam mal herausfinden, wo in der Gesellschaft gilt noch eigentlich was anderes. Bisher haben sie gemeint, in der Kirche. Da sind sie nun leider nicht bedient worden. Also zwangsläufig sind alle, die danach suchen, an welchem Ort gilt etwas anderes als das, was scheinbar überall gilt. Mit den Katastrophen sehen wir ja Mercedes, Daimler als Paradebeispiel des Deutschtums im Hinblick auf Geltung, Presse, Macht, Geld, alles Scheiße. Dreck, weltweit Dreck, nichts anderes. Sollen sie es machen, okay, aber hier ist ein Verein, in dem erklärtermaßen eine Sache nicht daran scheitert, dass es kein Geld gibt. Die Sache wird eben auf der Ebene gemacht, auf der man sie machen kann. Und wenn es für 2,50 Mark Papier an der Wand ist. Es geht um die Konzepte, es geht um die Ideen und es geht darum, dass sich Menschen bezogen auf etwas ganz Sensationelles äußern, nämlich wir hören Individuen zu, die erklären, hinter mir steht kein Volk, keine Macht, keine Delegation, apropos nichts. Ich kann nicht strafen, nicht belohnen. Das ist sensationell. Warum hören wir Leuten zu, die nicht belohnen können, wenn wir zuhören und strafen, wenn wir weghören? Das ist doch sensationell. Überall sonst gilt das Gegenteil, Sie sagen es ja gerade. Dieses sind die Zellen des gesellschaftlichen Territoriums, in denen einerseits Künstler generell, unabhängig von dem, ob sie nun malen oder zeichnen, Plastik, bekanntlich hat sich Einstein als Künstler bezeichnet, obwohl er Physik und Mathematik betrieb und nicht, weil er Geige spielte, generell eine Aussage durch sich selbst vertreten.
nicht durch das, worauf sie verweisen können. State of the Art, die Kollegenschaft, wie man es macht und so weiter. Einer steht da und sagt was. Und man hört zu, ohne Belohnung, ohne Bestrafungsmöglichkeit, ohne Ableitung, ohne Legitimation etc. Das ist unglaublich, das ist sensationell, das ist der Erfolgsrezept der gesamten westlichen Entwicklung von Modernität seit der Renaissance. Das nannte man Individualität, Persönlichkeit, Humanistenkonzept etc. Nun tritt etwas ganz Entscheidendes. Man hat über lange Zeit die Künstler als Privilegierte der Möglichkeit gesehen, nur sich selbst zu vertreten. Nicht die Meinung ihrer Arbeitgeber, ihrer Aufsichtspersonalen, ihrer Zeugnisgeber etc. Das waren sozusagen die Selbstverwirklichungsstrategen oder die Selbstverwirklichungsbohemen und das war ein Leitbild für die ganze Gesellschaft. In den 80er Jahren wollte schließlich jeder sich selbst verwirklichen. Die Yuppie-Gesellschaft war eine Gesellschaft, in der man dieses Künstlerkonzept übernommen hat und jeder deklarierte, ich will mich selbst verwirklichen. Die Künstler hatten längst erfahren, dass es nicht um Selbstverwirklichung als Lustbetrieb geht, sondern um harte Arbeit, sklavische Arbeit, Erfahrung von Elend und Leid bei dem Individualisierungszwang. Und heute ist da ein Individualisierungsterror. Das werden Sie spätestens dann vermerken, wenn Sie in eine Klinik gehen, wo man Ihnen als medizinischen Laien abverlangt, mit Ihrer Unterschrift zu sagen, ich übernehme die Verantwortung, das, was die Ärzte für mich machen. Ja, das ist Individualisierungsterror aus rechtlichen Gründen und das bestimmt die Zukunft. Alle seit Sternebühl wissen, sie müssen selbst entscheiden, ob das Kind in den Sandkasten geht, ob sie Bier trinken, Rindfleisch essen oder nicht. Die Experten sagen nur die Becquerel-Belastung und sagen gleich lachend, aber in einer autonomen bürgerlichen Gesellschaft entscheiden ja Sie, liebes Publikum, ob Sie lieber in der Jauche verrecken wollen oder in der Badewanne ersaufen wollen mit Rotwein. Das ist natürlich angenehmer. Das passt jetzt. Mit anderen Worten, was jetzt die Kunstvereine bestimmt, ist die harte Auseinandersetzung zwischen den im Publikum noch herrschenden Selbstverwirklichungssehnsüchten und den von den Profikünstlern längst erfahrenen Individualisierungsterror, dem Druck auf Individualisierung. Denn Künstler sein heißt ja, einen Individualausdruck zu liefern, sich nicht legitimieren zu können und zu müssen etc. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen, beim Publikum. Und für mich war es wirklich ein Luxus, wenn auch ein notwendiger, Sie hier auf der Bühne zu haben. Und für Diskussion ist noch Zeit und Platz hier im Kunstverein, auch in der Bar. Vielen Dank. Applaus